Herzlich willkommen bei Kameinander ganzheitlich. Ich möchte noch ein ganz kurzes Video machen über eine quasi Spontanheilung. Meine eigene. Wen es interessiert. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, immer gleich was machen ist das Beste. Und jetzt erzähle ich kurz die Geschichte von vorgestern. Was mir passiert ist. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht interessiert es jemanden. Auch einfach zum Mitdenken, sage ich immer. Also es ist ja zurzeit Winter, es ist Mitte Dezember und hier oben, wir sind auf fast 800 Meter hier mit der Praxis, ist es dann schon manchmal gut kalt oder wie meine Frau immer sagt auf Österreichisch, zapfig. Und die Räume sind hier relativ hoch und ich zeige das jetzt auch mal mit der Kamera. Ich laufe es einfach mal rum. Vielleicht interessiert es dich. Hier sind hohe Räume. Also man sieht es nicht so richtig, gell? So, vielleicht sieht man es in die Richtung hier. Hohe Räume hier. Ja, ich muss es so machen. So sieht man es, ja. So. Und hier ist ein Kachelofen. Und dieser Kachelofen, der hilft uns, die Praxis hier warm zu kriegen. Unserer Praxis. Und hier ist der Kachelofen. Der gibt schon schön warm, aber für einen Kachelofen braucht man bekanntlich auch Holz. Jetzt gehe ich mal in unsere Küche, da haben die Patienten eigentlich keinen Zutritt. So. Und wir haben das Holz hier. In diesen Weidekörben trage ich das immer hoch, drei Stockwerke. Und das sind schon zum Teil richtig schwere Brocken hier, die ich hier hochtrage. Also das ist richtig schon richtig schwer, wie man sieht. Richtig schwer. Und da fülle ich dann das Ding ganz voll. So voll, wie es überhaupt nur geht. Voll gestopft und dann hebe ich das hoch. Hier so und tue es mir auf den Rücken wie einen Rucksack. Und das trage ich dann hier hoch. Stelle es hier rein und mache ein Feuer und tue da auch immer wieder nachladen. Da wird der Ofen richtig heiß, dass die Patienten das auch warm haben bei uns. Weil die Räume wirklich so hoch sind, sind über 3,60 Meter hoch hier. Es ist schwierig hier, das ganze Ding hier zu heizen. Sieht es noch, große Räume hier, da ist ja schon einiges zu heizen. So, also das mache ich dann abends. Und was habe ich gemacht? Vorgestern Abend habe ich also vor 3 Tagen abends diesen Korb auch voll beladen, wie üblich. Und den muss ich dann so vom Boden ab hochnehmen. Oder ich muss mich, also es ist ein bisschen schwierig. Oder muss ihn vielleicht irgendwo auf eine Treppenstufe draufstellen. Und den muss ich dann so hochnehmen. Und dann normalerweise geht es. Ich passe auch auf, dass ich immer schön aufrecht bleibe. Aber ich habe dann am Morgen drauf, als ich das Feuer gemacht habe, morgens um 5:30 mache ich das meistens, habe ich gemerkt, oh, da zieht es, oh je. Und es hat auch wehgetan, wenn ich so gemacht habe, oh je. Ich habe mich verlupft, sagt man da. Hexenschuss oder weiß Gott was nicht. Mag ich gar nicht. Es ist auch echt anstrengend zusätzlich, wenn man Patienten behandelt und dann haben wir da diese Schmerzen. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Okay, ich sage es kurz. Ich dachte, ich muss sofort was machen. Ich habe mir eine Ohrakupunktur hier hingesetzt. Auf die Punkte hier. Also Ohrakupunktur. Dauernadeln, okay, die dann drin bleiben. Sieht aus wie ein Piercing. Das war das Erste. Das Zweite ist, man möge von der Homöopathie halten, was man möchte. Ich mache das seit über 25 Jahren. Ich habe Rustox genommen, Rustoxicodendron. In der C200 und habe genommen Hypericum in der LM6 und Arnica in der C200 habe ich genommen als Homöopathie. Da habe ich Magnesium-Kalium genommen, dass die Muskeln sich entspannen, plus Strophantin, dass es auch ankommt. Und dann habe ich noch, und ich glaube, das war die beste Idee, zusätzlich, aber das natürlich ist nicht jedem zugänglich, eben auch noch das Papimi-Gerät genommen und wer da interessiert ist, wie das Papimi-Gerät funktioniert, der darf gerne mal die Papimis-Videos anschauen. Ich verlinke die mal hier.
Das hier ist das Papimi-Gerät. Ich mache das mal so, dann zeige ich, wie ich das dann gemacht habe. Also wirklich in der Not, weil es hat mir schon Sorgen bereitet. Es war ein sehr unangenehmes Ziehen. Dann habe ich das Papimi-Gerät hier genommen, die große Spule hier. Und habe einfach die Spule dann mir hier auf den Bereich drauf gelegt. Und dann mich hiermit behandelt. Ich zeige mal, wie das dann funktioniert, wie das dann aussieht. Okay. Das zuckt dann so. Das tut auch ein bisschen weh bis hier vor. Und habe dann hiermit einfach den Bereich hier. Ich habe mich dann draufgelegt, einfach die Spule hingelegt, mich draufgelegt und habe den Bereich hier wirklich eine halbe Stunde lang dann behandelt und dann in der Mittagspause nochmals 10 Minuten. Und damit habe ich das dann ganz offensichtlich hinbekommen, da es war dann weg. Es war schon nach der ersten Papimi-Behandlung dann weg. Das habe ich da dann relativ früh gemacht. Entschuldigung, ich hoffe, es ist noch richtig eingestellt. Okay, ich lasse es mal so. Und das war dann nach einer halben Stunde Papimi-Behandlung und dem ganzen Rest, was ich da gemacht habe, war es erst schlimmer, war es eine Erstverschlimmerung. Und dann war das innerhalb von 2 Stunden fast nicht mehr zu spüren. Ich war total dankbar, muss ich sagen, dass es auch funktioniert hat. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Regulationsmedizin angewandt. Hier Akupunktur, Homöopathie. Ich habe ein paar Mikronährstoffe noch zusätzlich eingenommen, plus eben die Papimi-Behandlung hier, die Gold wert ist bei so akuten Geschichten im Bewegungsapparat. Ist sie Gold wert. Bis hin zu Knochenbrüchen sogar, die deutlich schneller verheilen. Gibt es auch genügend Studien drüber. Ja, gut, das wollte ich jetzt einfach mal hier auch nochmal in die Kamera sagen und. Es gibt immer Mittel und Wege und ich wünsche allen alles Gute. Wie das Papimi funktioniert, das verlinke ich unten in den Videos, die ich schon gemacht habe. Vielen Dank.